Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Episode Nummer 98 und heute mit dem großen Jahresrückblick. Und es ist nicht ganz chronologisch und es ist nicht ganz ein Jahresrückblick, denn wir fangen im Jahr 2022 an, aber nur ganz kurz. Also ganz stimmt's nicht, aber es ist definitiv und das ist sicher und das stimmt zu 100% das Ende des Jahres 2023. Wenn ihr das hört, ist es vielleicht sogar schon um. Oder ihr hört es tatsächlich brandaktuell, tagesaktuell oder seht es hier auf YouTube. Und dann ist es tatsächlich soweit, dass das Jahr 2023 mit all seinen guten und schlechten Dingen enden wird. Das ist sicher. Jedenfalls haben wir eine Menge zu besprechen. Es ist eine Menge passiert im Jahr 2023 und das ein oder andere liegt mir definitiv so ein bisschen auf dem Herzen und darüber sollte man sprechen. Lasst uns also keine Zeit verlieren, denn dadurch, dass so viel passiert ist, wozu man vielleicht die ein oder andere Sache auch sagen sollte, wird das sowieso eine sehr lange Episode. Nur ganz kurz, der Vollständigkeit halber zum Wetter. Heute wirklich schwierige Bedingungen aktuell in den Bergen. Also es war ja dieser dieser Weihnachtstau und der hat ja eigentlich dafür gesorgt, dass unsere Berge jetzt wieder ziemlich... Naja, nicht schneefrei. Schneefrei wäre das falsche Wort. Aber definitiv nur in den oberen, in höheren Lagen wirklich mit Skiern zu begehen sind. Heute selbst nur mit Schneeschuhen unterwegs, weil es einfach eine Zumutung ist mit den Skiern aktuell. Je nachdem, wo man eben unterwegs ist. Aber zumindest alles so bis 2000 Meter macht nicht so viel Spaß mit Skiern. Aber der Januar wird jedenfalls wahrscheinlich wieder den ein oder anderen Schneefall bringen. Aber man merkt einfach, dass es jetzt schon wirklich eine ziemlich lange Zeit nicht mehr geschneit hat. Und deswegen fand ich es ja auch so lustig, als es Anfang Dezember diesen extremen Wintereinbruch gab, wo es wirklich zwei Tage lang sehr viel geschneit hat, als die Leute geschrieben haben, schau mal, da hier Winter und so weiter, alles wie früher. Und jetzt warten wir seit 20 Tagen auf den nächsten Schnee. Also Wetter und Klima und Witterung sind ganz verschiedene Dinge. Man lernt es immer wieder von vorn. Fangen wir im Jahr 2022, nämlich Mitte Dezember an. Da ist etwas meiner Meinung nach und wahrscheinlich auch der Meinung aller anderen nach, was ganz was Schreckliches passiert. Und zwar Christoph Klein ist in Patagonien kurz vor Weihnachten umgekommen und für die Leute, die Christoph Klein nicht kennen, es war ein Bergsteiger und Kletterer. In erster Linie war er Kletterer, der auch auf YouTube aktiv war, der eigentlich einer der letzten Leute auf YouTube war, der wirklich nicht nur seriös, also eigentlich keinen seriösen Content, sondern unterhaltsamen Content, aber nicht unseriös, nicht so proletenhaft, sondern mit Stil und mit Klasse gemacht hat. Und das ist sehr, sehr bedrückend gewesen, als ich letztes Jahr diese Nachricht gehört habe, dass er umgekommen ist. Ich finde es heute noch wirklich schade. Noch heute ist es natürlich schade, dass man ein Jahr später immer noch keinerlei Möglichkeit hat, seine Stimme nochmal zu hören in seinen sehr, sehr lustigen YouTube-Videos bei seinen doch sehr gewaltigen Touren. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall jedes Jahr ein Anlass dazu gekommen, mal eine Minute zu schweigen und auch natürlich sich bewusst zu werden als Sinnbild, als dass Christoph Klein damit natürlich auch in die Geschichte eingehen kann, sich bewusst zu werden, dass wir einen sehr gefährlichen Sport betreiben und dass wir uns sehr bewusst darüber sein sollten, dass die Gefahren nicht einfach nur billig sind oder konstruiert sind, sondern durchaus real und durchaus auch lebensgefährlich sein können. Damit ist aber der Jahresrückblick, der falsche Jahresrückblick sozusagen auch schon wieder vorbei. Und wir fangen mit dem Winter an und der hatte wirklich Absurdes im Gepäck. Nämlich zum Beispiel im Februar eine interessante Diskussion über Bergrettung und Skitouren und Lawinen. Denn um es hier mal so deutlich zu machen, ich lese das Traktat jetzt hier einfach mal vor für alle Leute, die das im Podcast hören.
Der Chef der Osttiroler Bergrettung fordert bei Lawinengefahrenstufe 4 einen generellen Stopp für Skitouren und Variantenfahrten. Der Landesleiter der Tiroler Bergrettung, Hermann Spiegel, vertritt eine andere Meinung und betont Eigenverantwortung und Hausverstand. In dem Artikel, der wurde von vielen Seiten auch nochmal aufgearbeitet und mehr oder weniger kopiert einfach, ist es im Prinzip darum gegangen, dass es da verschiedene Ansichten gibt zum Thema riskantes Skitourengehen, denn Retter, gerade die Bergretter, sind im Winter deutlich eher mal in einer gefährlichen Situation als im Sommer. Wir haben bei Rettungsversuchen bei Lawinenwarnstufe 4 natürlich irgendwo auch das Restrisiko für alle Retter, die sich dann in diesem Gefahrenbereich bewegen, um jemanden zu suchen beispielsweise. Das ist ja im Sommer eine ganz, ganz andere Situation. Und in dieser Debatte ging es im Prinzip darum, dass es häufig zu Unfällen bei der Lawinenwarnstufe 4 kommt. Ja, der Dreier sozusagen ist immer noch die gefährlichste Lawinenwarnstufe. Das ist natürlich richtig. Aber die Frage ist natürlich, ist die Lawinenwarnstufe 4 nicht eigentlich schon sozusagen Anlass genug, um den Leuten zu sagen, dass sie gar nicht in die Berge gehen sollten? Und das ist eine Debatte, die geführt werden darf. Und es wurde natürlich gleich von allen Seiten wieder aufgegriffen. Und ich finde, das steht auch so ein bisschen für das Jahr 2023. Denn wenn wir uns mal ehrlich sind, es ging eigentlich nur noch um Polarisieren in diesem Jahr. Also alle Alpin-Zeitungen, also alle Outdoor-Zeitungen sozusagen, alle News-Online-Plattformen, alle haben sich eigentlich immer nur noch darum gerissen, dass man irgendwelche krassen Schlagzeilen produziert, um Klicks zu generieren. Das ist eine Entwicklung, die im Bergsport katastrophal ist, die jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren so geht. Und es wird einfach immer schlimmer. Und ich finde, dieses Jahr war wirklich das Lowlight, was das betrifft. Denn es hört halt einfach nicht mehr auf. Es wird einfach jede kleine Diskussion, jede Presseaussendung, wirklich jeder Schmarrn wird heute so dermaßen aufgeblasen, dass wir das Gefühl haben, dass es jetzt wirklich nur noch darum geht. Die Welt hört sich auf zu drehen, solange wir nicht geklärt haben, ob jetzt der Peter Ladstätter oder doch der Hermann Spiegel die intelligentere Meinung vertritt. Ich befürchte, die Welt dreht sich auch ganz ohne diese Debatte weiter, aber es bringt halt Aufmerksamkeit, wenn man einen kleinen Skandal draus macht. Das ist bei YouTube ganz schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Und natürlich in diesen alpinen Medien, also diesen seriösen News-Medien, ist es eigentlich noch viel, viel schlimmer. Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Diese Diskussion ist natürlich nicht ganz unbegründet. Die Lawinenwarnstufe 4 ist ja sozusagen nicht die lineare Fortsetzung der Lawinenwarnstufe 3, sondern es handelt sich ja hierbei um eine exponentielle Entwicklung in den Gefahren und auch in den Risiken, die man eingeht, wenn man bei einer gewissen Lawinenwarnstufe unterwegs ist. Das ist eine sehr übliche Fehleinschätzung vieler Leute, wobei ich davon ausgehe, dass heute die Ausbildung und das Selbststudium einer gewissen Bergsportdisziplin so weit fortgeschritten ist, also wir uns so viele Dinge durch das Internet beispielsweise aneignen können. Ich meine, auch ich habe ja einfach ein kostenloses Video zum Thema Lawinengefahren, wie sie sich verhalten, was für Muster es gibt und so weiter gemacht. Es gibt vom Alpenverein diverse Inhalte dazu, es gibt von unendlich vielen Blogs und Co. eine ganz, ganz gute Beschreibung. Also die Möglichkeit der Selbstbildung, also der Bildung im Selbststudium zu einem gewissen Thema, die ist ja gegeben. Ist ja lächerlich zu behaupten, dass das nicht mehr möglich ist. Und in dem Fall kann man wirklich nur noch sagen, es handelt sich um Ignoranz. Niemand kann mir erzählen, dass es leider nicht auffindbar war. Die Information, dass die Lawinenwarnstufe 4 nicht eine Stufe gefährlicher ist als Lawinenwarnstufe 3, das kann mir ja niemand erzählen. Das ist ja einfach nicht, also das ist ja nicht ehrlich. Die ehrliche Version wäre, es hat mich nicht interessiert oder ich kenne diesen Berg und überschätze deshalb meine eigenen Fähigkeiten, die Lage einzuschätzen, oder ich bin ignorant. Das sind so die drei Optionen, die eigentlich die Realität abbilden.
Denn das fehlende Wissen, ich glaube, wir können uns langsam darauf einigen, dass die Bildung gerade im Wintersport, im Sommersport sind wir noch weit weg von diesem Level. Aber im Wintersport gibt es so eine extrem präzise und massenhaft verfügbare Informationsquelle. Das ist nicht mehr entschuldbar, wenn man unter gewissen Bedingungen in eine Tour beispielsweise einsteigt, also in eine Abfahrt einfährt, sonst was tut. Insofern muss man schon überlegen, ob diese Debatte nicht eigentlich ganz anders geführt werden sollte. Die Prämisse ist ja, so wie es beispielsweise Hermann Spiegel von der Tiroler Bergrettung sagt, dass die verfügbaren Informationen eigentlich ausreichend sind. Dass man sich ja ausreichend weiterbilden kann, dass man diese ganzen Informationsquellen hat. Und das ist ja vollkommen richtig. Und deswegen vertritt er eher sozusagen auch die Meinung, dass es keinerlei Einschränkungen braucht, keine rechtlichen Einschränkungen braucht. Denn wir haben ja eigentlich alle Möglichkeiten schon offengelegt. Und genau das ist ja auch der Punkt, wo der andere Chef sozusagen der Osttiroler Bergrettung sagt, ja eben. Wir haben alle Möglichkeiten offengelegt und trotzdem fahren immer noch sehr, sehr viele Leute bei Lawinenwarnstufe 4 ins Gelände. Das heißt, es geht im Prinzip um die Frage, entschuldigen wir Ignoranz? Oder entschuldigen wir oder befürworten wir einfach eine asoziale, egoistische, selbstsüchtige Aktion? Tolerieren wir das? Das ist in Wirklichkeit die Diskussion, die Debatte. Denn wenn sich Bergretter bei Lawinenwarnstufe 4 dann trotzdem auf die Suche machen nach einer Person, dann ist das ein riskanterer Einsatz als bei Lawinenwarnstufe 3 oder 2. Das muss jedem bewusst sein, so wie es eben auch eine riskantere Aktion war, in eine Abfahrt beispielsweise einzufahren. Wir sollten also weggehen von der Frage, brauchen wir rechtliche und gesetzliche Vorgaben und so weiter? Denn das ist das, wo das dann abgedriftet ist. Und ich finde, man kann diese Diskussion durchaus wieder hochspülen und auch hochdrücken und sagen, wir sollten das vielleicht nochmal angehen. Die Wahrheit ist ja, dass das nicht die eigentliche Debatte ist. Die ursächliche Debatte sollte eigentlich sein, ob wir Ignoranz und selbstsüchtiges Verhalten in den Bergen als Gesellschaft akzeptieren und tolerieren. Und vor allen Dingen, was wir dann auch mit unseren eigenen Grundsätzen im Sinne der Rettung beispielsweise mit diesem Wissen machen oder mit diesen Feststellungen, die wir in dieser Debatte dann letztlich haben werden. Wir können ja, es gibt ja verschiedene Optionen. Wir können natürlich sagen, rechtlich gesehen schneiden wir das jetzt ab und sagen, es ist einfach strikt verboten und es wird bestraft, wenn Leute irgendwelche Touren gehen, also wenn bei Lawinenwarnstufe 4 irgendwo in den Tuxer Alpen jemand mit den Skiern gesehen wird von der alpinen Polizei, dann zahlt er seine 5.000 € Strafe. Ist ja alles theoretisch denkbar. Könnte man ja rechtlich auch so ohne Probleme umsetzen. Man könnte aber natürlich auch sagen, okay, es geht um Eigenverantwortung. Lawinenwarnstufe 4, ja, ihr dürft machen, was ihr wollt, auch bei 5, also genauso wie heute. Aber es gibt definitiv keinen Rettungseinsatz mehr. Alles, was in den Bergen passiert und mit einer Lawine zu tun hat, bei Lawinenwarnstufe 4, 5, ist tabu. Hier gibt es keinen Anspruch mehr auf irgendwas. Das könnte man auch so machen. Ich sage nicht, dass das eine oder das andere besser ist. Man könnte es auch einfach so wie bisher beibehalten und sagen, wenn die Bedingungen es hergeben, versuchen wir natürlich alles, um eine Rettung einzuleiten. Und wenn es gar nicht geht, dann brechen wir sie ab. Mit einem gewissen Restrisiko. Wie gesagt, man kann das alles überlegen und man darf über das alles diskutieren. Ihr könnt mir das natürlich auch gerne in die Kommentare oder per Mail an kontakt@alpenacademy.at schreiben, was ihr dazu denkt. Denn es gibt kein falsch oder richtig. Es gibt hier nur Meinungen. So, und es gibt auch keine falschen Meinungen. Deswegen, man kann sich vortrefflich darüber streiten und solange es eben letztlich sachlich bleibt. Im Mai 2023, also dieses Jahr im Mai, ich glaube 22. 20., ich bin mir leider nicht mehr ganz sicher, ist der ehemalige Generalsekretär des Alpenvereins, nämlich Robert Renzler, an der Staffelacher Wand in Nordtirol abgestürzt und verstorben. Etwa 60 Meter abgestürzt und ist dann am Weg ins Krankenhaus sozusagen bei einer Zwischenlandung mit dem Helikopter letztlich verstorben. Die Sache ist dramatisch und traurig. Robert Renzler war für den Alpenverein eine wichtige Persönlichkeit, war auch das Ehrenmitglied letztlich dann beim Alpenverein und ist aber ebenfalls wieder eine Warnung, vor allen Dingen der Unfallhergang. Man darf das jetzt an dieser Stelle auch rein moralisch gesehen einfach nicht bewerten. Es sind Fehler gemacht worden.
Und dieser Fehler, also der Unfallhergang, ist mehr oder weniger bekannt. Es geht im Prinzip darum, dass beim Abseilen ein Fehler passiert ist und er dann sozusagen nicht entsprechend in der Abseilstelle verankert war und dann nach hinten abgestürzt ist. Das ist das, was passiert ist. Es ist ein verdammt tragisches Unglück gewesen, weil sein Sohn sozusagen das einfach live erlebt hat, weil er mit seinem Sohn klettern war. Das alles ist furchtbar traurig, und gleichzeitig eine Warnung an alle Kletterer, dass die Selbsteinschätzung immer dahingehend verlaufen sollte, immer alles doppelt und dreifach zu überprüfen. Ich bin da immer sehr, sehr froh, wenn ich amerikanische Kletterer beispielsweise sehe oder amerikanisches Bergsteigen, wie die das ja dann sozusagen nennen, den American Alpinism, wo ein unfassbarer Wert auf Sicherheit gelegt wird, wo alles dreifach und vierfach überprüft wird und hintersichert wird und sonst was und sowieso nichts passieren kann. So nach dem Motto. Auch in Amerika passieren unfassbar viele Unfälle, aber dieses Bewusstsein dafür, dass auch nach 40, 50 Jahren der Routine trotzdem immer eine Redundanz bewahrt werden sollte, dass immer alles so sicher wie möglich gemacht werden sollte und so weiter und so fort, das rechne ich denen sehr hoch an und das ist eine große Fälle wie dieser vor allen Dingen, als jemand, der auch beim Alpenverein eine wichtige Rolle übernommen hat, die ja sehr für die Sicherheitsstandards in den Bergen sich einsetzen, ist es eine wichtige Ermahnung, dass man vorsichtig sein sollte, wenn man im Klettergelände unterwegs ist. Kein Fehler wird entschuldigt in den Bergen. Man hat oftmals Glück, sagen wir es so, und gerade an so Dingen wie Abseilständen, wenn man sich nicht einhängt, nicht richtig einhängt, wie auch immer, wenn man sich abgeseilt hat, dann ist jeder kleine Fehler, jede Unregelmäßigkeit im Zweifelsfall die letzte gewesen. Und alles in allem ist das wahnsinnig traurig, dass das passiert ist, aber es ist auch gleichzeitig eine Ermahnung an alle Kletterer, einfach wieder zurück zu den Wurzeln der sozusagen der Lehrmeinung oder zumindest des sicheren Verhaltens in den Bergen zurückzukehren. Denn mir ist durchaus bewusst, sowohl ich als auch eigentlich, ich würde es mal behaupten, ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, fast alle Leute, die das jetzt gerade hören und Kletterer sind, gerade im alpinen Klettern, dass es hier immer wieder mal zu, ich sage jetzt mal, mangelnder oder mangelhafter Durchführung der Sicherheitstechniken kommt. Und genau das ist jetzt in dem Sinne unter großen Anführungszeichen natürlich ein Anlass, um das auch nochmal an dieser Stelle zu betonen. Natürlich können wir 2023 nicht besprechen, ohne nicht auch Christine Harilla besprochen zu haben. Es gibt darüber massenhaft Podcasts, auch ich habe einen Podcast darüber gemacht, einen sehr langen und ausführlichen und auch YouTuber haben sich natürlich darauf gestürzt und ganz viele Zeitungen, 16.000 Artikel. Ich habe es in dem Podcast darüber schon mal angesprochen, dass es eigentlich vor allen Dingen eine Kritik an den Medien ist, die Medien, was die Medien abgezogen haben mit diesem Fall Christine Harilla, mit dem verstorbenen Mohammed Hassan, mit ihrem Rekord, mit all den Umständen drumherum, ist ein Desaster für die Medienlandschaft. Es ist eine Schande für alle Leute, die sich daran aufgegeilt haben und versucht haben, damit irgendwie Profit zu machen. Sei es nur einfach absolut ekelhaftes Kleingeld per Klicks oder sonst was. Man sollte sich wirklich, wirklich Gedanken darüber machen, ob man diverse Online-Portale und Seiten noch nutzen möchte, wenn man sich anschaut, wie ekelhaft eigentlich diese ganze Story ausgeschlachtet wurde. Christina Rille war ja nicht eine strittige Persönlichkeit, erst seitdem sie und ihr Team miterlebt haben, wie Mohammed Hassan verstorben ist. Genauso übrigens wie zig andere Bergsteiger das ebenfalls erlebt haben. Sie war auch schon zuvor eine zu Recht vollkommen kritisierte Bergsteigerin. Sie hat etwas getan, was üblich ist in der Szene, was man aber in der Regel nicht so gut mitbekommt. Sie hat das deutlich professioneller aufgezogen. Sie ist im Prinzip eine Influencerin, die dann zur Bergsteigerin wurde. Sie hat sich zuerst versucht, quasi über ihre Nische und über ihren Minderheitenstatus sozusagen möglichst prominent zu machen. Und über diesen Minderheitenstatus hat sie dann auch versucht, ihre Idee, eine vollkommen hanebüchend normale Idee, nämlich dieses Besteigen der 14.800er, etwas so derart Übliches mittlerweile als
Ziel im Kopf von diversen Bergsteigern, dass man nicht mehr davon reden kann, dass es sich hier um irgendeine kreative Aktion des Alpinismus handelt, sondern einfach nur noch um eine Checkliste, die abgearbeitet werden muss, um zu wissen, dass man ein Leben in, ja, ich würde mal sagen, in Reichtum definitiv anstreben kann. Und dass das auch umgesetzt werden kann. Für Christina Riller war der komplette Skandal um Mohammed Hassan eigentlich, das kann man so zynisch sagen, das Beste, was ihr hätte passieren können. Denn Christina Riller hatte zuvor sehr viel Aufmerksamkeit erregt über ihre Speedbesteigungen. Dann gab es nochmal Aufmerksamkeit, als sie ihre Kameraden zurückgelassen hat, ihre nepalesischen Kameraden. Man kann nur mutmaßen, dass es sich dabei um die Intention handelt, dass sie sich den Rekord nicht teilen wollte. Es gibt Stimmen, die das so behaupten, es gibt Stimmen, die sagen, dass das so nicht stimmt. Komischerweise sind die einzigen Stimmen, die dem widersprechen, die aus Christine Harillas Team. Also, das kann man einfach mal so stehen lassen. Die offizielle Version oder die öffentliche Meinung ist da relativ klar positioniert, wobei man eben wie immer vorsichtig sein sollte, dass die öffentliche Meinung nicht unbedingt der Faktenlage entsprechen muss. Denn die öffentliche Meinung wird halt durch öffentliche Medien letztlich gebildet und wie viel Schwachsinn da teilweise auch verzapft wurde, gerade in dieser ganzen Geschichte rund um Christina Riller, ist bezeichnend gewesen. Ich empfehle definitiv, all diese Artikel nachzulesen. Es ist absurd. Dann gab es da von Christina Riller noch diverse Stellungnahmen, die wurden nicht geglaubt, wenn man sich die Stellungnahmen durchliest. Und gleichzeitig die Faktenlage vergleicht und vor allen Dingen das, was alle anderen Augenzeugen so berichten, dann zweifelt man so ein bisschen am Wahrheitsgehalt der Stellungnahme von Christina Riller. Ich empfehle dazu sehr die Frankfurter Allgemeine, die dazu ein bisschen was abgedruckt hat. Und vor allen Dingen, es ist ein sehr kurzer Artikel, muss man ehrlicherweise sagen, aber sie meinte eben, dass sie sehr viel für ihn getan hätte, mit Sauerstoff und Tee und sonst was versucht hat, ihm irgendwie zu helfen. Nichts davon scheint irgendwo von Augenzeugen bestätigt zu werden. Macht mit der Information, was ihr wollt. Es gibt noch diverse andere Artikel dazu. Es gibt Stellungnahmen von ihr auf ihrer Instagram-Seite, glaube ich. Aber im Prinzip kann man sagen, diese Geschichte hat ihr mehr Reichweite verschafft als ihr Projekt mit den 14.800ern. Es hat ihrer Reputation null geschadet, denn ihre Community besteht aus Leuten, die sowieso über Leichen gehen würden. Denn es geht da ja nicht mehr darum, irgendeine alpinistische Leistung oder sowas zu vollbringen. Es geht ja nur noch um dieses Mindset der Leute. Es geht ja nicht mehr um das Bergsteigen, sondern es geht darum, dass man ein Ziel erreichen will. Es hätte auch einfach die Durchsegelung aller Weltmeere sein können. Es ist vollkommen scheißegal. Wenn sie Weltenbummlerin geworden wäre oder Meeressegnerin geworden wäre, es wäre genau das gleiche Prinzip gewesen. Die Sportart war vollkommen austauschbar. Es ging um einen Rekord, es ging um eine Story dahinter. Und genau das hat sie eben zufällig in den Bergen gefunden. Vollkommen Wumpe, was da in Wirklichkeit passiert ist. Dementsprechend ist es auch scheißegal, was da letztlich in ihrem Fall mit Mohammed Hassan in Verbindung gebracht werden kann. Ihre Community interessiert sich dafür einen Dreck. Das ist keine Behauptung, lest auf Instagram nach. Schaut einfach die ganzen Postings von ihr durch und die Kommentare dazu. Also, es interessiert halt niemanden. Das kann man auch einfach so mal stehen lassen. Das ist ja keine Behauptung, sondern einfach nur die Tatsache, die sich aus ihrer eigenen sozialen Präsenz letztlich oder ihrer eigenen Social Media Präsenz letztlich so genau so darstellt. Ja, es ist absolut traurig, aber kann man halt nicht ändern. So, in diesem Sinne, Christina Riller hat dieses Jahr sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich wünsche ihr alles Gute gesundheitlich und hoffe, dass sie aus den sozialen Medien möglichst bald verschwindet und nicht mehr gesehen wird. Sie hat definitiv gerade mit wahrscheinlich einer Filmproduktion, die im Hintergrund aktuell ihre letzten Meter macht, sicherlich die ein oder anderen Millionen jetzt vor sich auf ihrem Konto, denn wie gesagt, dieser Film, der in der Mache ist, der wird definitiv ein Erfolg, das ist ganz sicher. Ihre Skandale wird sie für sich drehen in diesem Film, das ist logisch, also der Skandal um die beiden Sherpas, die den Rekord nicht haben sollten, die sie dann sozusagen zufällig, die haben zufällig leider keine Einreisegenehmigung bekommen, sie schon und ein anderes Team auch, es ist schon
Es ist verrückt. Es gibt die Geschichte mit der Party, die sie gemacht hat, nachdem der Skandal um Mohammed Hassan offengelegt wurde. Sie hat unten im Basecamp eine große Party gefeiert, während alle anderen Leute ziemlich entsetzt letztlich abgereist sind. Diese Geschichte gibt es auch, das sind Fakten. Es gibt die Geschichte, dass sie sehr viel verdreht hat um die ganze Geschichte am K2. Die Geschichte darum, dass sie eigentlich von Basecamp zu Basecamp geflogen ist, um den Rekord umzusetzen. Die Tatsache, dass sie überhaupt einen Rekord aus dem Bergsteigen macht, was innerhalb der Szene massiv verpönt ist, zu Recht. Und aus vielerlei Hinsicht eine absolute Katastrophe. Es gibt Aufnahmen von ihr in den Camps. Servus TV hat da eine von wem? Ach, jetzt nagelt mich nicht darauf fest. Ich glaube Martin Steindl. Aufnahmen von ihr oder einem anderen Team, dass sie gefilmt hat, als sie da im Basecamp am K2 im Heli angekommen ist und sich im Prinzip verhalten hat wie ein Star, der überall abgeschirmt wurde und sonst was und sowieso und überhaupt und überall eine Sondereinladung bekommen hat. Also, das wird sie alles rauscutten oder halt einfach für sich drehen. Also im Prinzip kann man sagen, ihr ganzes Leben als Bergsteigerin ist ein einziger Skandal, eine absolute Katastrophe und ich hoffe, sie taucht im Alpinismus nie wieder auf. Der September war aber ebenfalls absurd. Das waren ja quasi die Meldungen aus dem August und wenn wir uns den September anschauen, es wird nicht besser. Reinhold Messner wird nämlich der Weltrekord aberkannt, er nimmt es aber gelassen. Das Problem ist nur, beide Seiten wirken an dieser Stelle ein bisschen dünnhäutig. Auf der einen Seite die Guinness-Geschichte. Im Guinness-Buch der Rekorde wird Reinhold Messner angeblich jetzt nicht mehr aufgeführt, denn er hat die Annapurna beispielsweise, beziehungsweise mindestens 3 Gipfel seiner 8000er-Besteigung ohne Sauerstoff nicht bestiegen. Schwierig. Es geht im Höhenbergsteigen darum, den höchsten Punkt eines Bergs zu erreichen. Das ist ja grundsätzlich richtig. Und technisch gesehen kann man ja auch sagen, dass man quasi erst auf einem Berg oben war, wenn man den höchsten zu Fuß erreichbaren Punkt erreicht hat. Jetzt ist das per se ja schon mal eine schwammige Definition, denn was heißt denn zu Fuß erreicht? Wenn da jetzt quasi noch so eine kleine Felsnadel oben stehen würde beispielsweise, wenn die nicht von Eis bedeckt wären, so wie die Annapurna, dann oben noch so ein kleiner Felsspitz rausstehen würde, müsste man dann noch auf diesen Felsspitz drauf, wenn der 20 Meter hoch ist, dann ja, bei 10 Metern nicht, weil nicht wirklich relevant. Es ist ein bisschen schwierig. Es gibt diese ganze genau gleiche Geschichte auf dem Manaslu. Verdammt, ich weiß es gerade nicht mehr. Jedenfalls, es gibt ein paar dieser Berge, der 14.800er und natürlich auch einige 7.000er, haben nicht ganz eindeutig geklärte Gipfel. Deshalb hat man irgendwann, ich glaube in den 70er Jahren oder in den 60ern schon, beschlossen, eine Definition für den Gipfel oder eben für das Erreichen des Gipfels einzuführen. Und das war folgende Idee. Wenn ein Gipfel ohne einen signifikanten Strecken- oder Höhenunterschied in einer leichten Art und Weise erreicht werden kann, dann war man bereits auf dem Gipfel. Also sozusagen, wenn sozusagen zwischen mir und dem höchsten Punkt nur noch 1,5 Höhenmeter liegen und 20 Meter Strecke, dann sagt man einfach, man war oben. Weil man hat vorher quasi 5000 Höhenmeter zurückgelegt. Diese 1,5 Meter und 20 Meter in der Länge, die tun's nicht mehr. Und die sind nicht wirklich von einem signifikanten Unterschied geprägt. Und deshalb belässt man es dabei. Das hat man irgendwann sozusagen als ungeschriebenes Gesetz festgelegt, ist in Ordnung. Also quasi, wenn keine technische Schwierigkeit mehr zu überwinden ist und wenn es sich um keinen signifikanten Höhen- oder Distanzunterschied handelt, dann ist man sozusagen oben, wenn das diese Kriterien erfüllt sind. Reinhold Messner war auf manchen Bergen sozusagen ein bisschen zu kurz gekommen. Die signifikante Beurteilung wurde in diesem Fall auch nicht herangezogen, sondern sozusagen der Korinthenkacker wurde hervorgeholt. Welcher Punkt ist exakt der höchste? Gibt es davon ein Foto von Reinhold Messner, bla bla bla. Da wurde dann eben sehr viel herumgeeiert. Letztlich wurde festgestellt, okay, Reinhold Messner hat 3 der Gipfel nicht wirklich bestiegen, unter Anführungszeichen. Reinhold Messner, wie immer sehr, sehr dünnhäutig, wie immer, er wird von Leuten verteidigt, die selber ja eigentlich gar nicht, also
ganz schwierig, ganz dünnes Eis. Er hat hier an dieser Stelle auch etwas dazu gesagt. Genau, Messner sagt natürlich wie immer konstruktiv, der hat keine Ahnung, der ist kein Experte, der hat einfach den Berg verwechselt. Natürlich sind wir auf dem Gipfel angekommen. Wie immer ein Charmeur. Und wie gesagt, immer sehr, sehr dünnhäutig, auch immer schon gewesen. Er ist immer noch ein großartiger Bergsteiger gewesen, aber trotzdem, man muss ihm seine Dünnhäutigkeit einfach zusprechen, gerade in den letzten Jahren. Kritik lässt der einfach überhaupt nicht stehen. Das ist auch so ein bisschen, was ihn auch groß gemacht hat und berühmt gemacht hat und wo auch viele Leute sagen, ja, endlich sagt's mal einer und so weiter. Er muss aber nicht immer gleich jeden angreifen, der eine andere Weltansicht hat. Insofern beide ein absoluter Fail des Jahres 2023. Sowas kann man sich einfach von vorn bis hinten komplett sparen. Und dann habe ich natürlich noch ein etwas, was vielleicht viele von euch gar nicht gehört haben. Nämlich der Machu Picchu ist bestiegen worden. Wie? Wie, das glaubt ihr nicht? Doch, doch. Wie, es war nicht in den Nachrichten? Warum nicht? Komisch, oder? Warum ist es nicht in den Nachrichten, wenn der höchste, legal besteigbare, unbestiegene Berg erst bestiegen wird? Ich sag's mal so, es war bei Wikipedia, aber es war halt nur bei Wikipedia. Absurd lustige Geschichte. Schauen wir ein bisschen näher rein. Es war vor 4 Monaten. Ich weiß leider nicht das genaue Datum, ob man sich das hier irgendwo ansehen kann bei Reddit. Es war auf jeden Fall eine große Reddit-Geschichte, die ist wirklich bis in Wikipedia und zu einzelnen Nachrichten, kleineren Nachrichtenplattformen im internationalen Raum geschafft hat. Jedenfalls, also eine Gruppe hat sich aufgemacht ins Pamirgebirge, nach Gilgit, nach Pakistan, um den Machu Picchu erst zu besteigen. Und es gab ein paar wilde Geschichten zuvor, als sie einen Versuch abgebrochen haben, und plötzlich kam irgendwann bei Reddit der Post, sie haben es geschafft. Mit einer langen Erklärung. We just climbed and summited the tallest unclimbed mountain in the world. Das ist der Titel. Also, wir haben soeben den größten unbestiegenen Berg der Welt bestiegen und den Gipfel erreicht. So, dann schreiben sie hier eine Geschichte, haben auch noch einige Bilder angehängt, in denen sie das Ganze beweisen. Also 7300 Meter auf 6800 Metern auf 7000 Metern. Es ist also wirklich präzise protokolliert. Die Kommentare explodieren. Es wird plötzlich bekannt, ach du Scheiße, jemand hat den höchsten unbestiegenen Berg der Welt bestiegen, ein Riesending und so gut belegt. Sie haben Ausrüstung verloren, also da wurde eine Riesengeschichte geschrieben, was da alles passiert ist, was für Probleme sie hatten und so weiter. Kleines Problem, Reddit besteht aus vielen Menschen und dass die Geschichte so groß würde, damit haben sie wahrscheinlich nicht gerechnet, die Trolle, denn es ist gar nicht passiert. Jemand hat sich auf die Suche gemacht, also wirklich nach fast schon Detektivenart. Und hat dann einen eigenen Artikel bei Reddit, im gleichen Subreddit, also in diesem gleichen Forum sozusagen gepostet, nämlich Machu Picchu has probably not been climbed. Großartig. Die Geschichte dazu ist das. Ein User, also er schreibt dann quasi einen Monat, a month ago, the user blah 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 made a post in this subreddit detailing their 3-person team's attempt to climb the current highest unclimbed and legally climbable mountain in the world, Machu Picchu. Das ist beeindruckend gewesen, fand er auch, und ist deshalb nochmal auf die Suche gegangen nach möglichen Anhaltspunkten, wie diese Belege, die sie gepostet haben, eigentlich interpretiert werden könnten. Und er hat quasi wirklich einen auf Sherlock Holmes gemacht, als er dann die Bilder mit den diversen anderen Ansichten, die es quasi auf Google Maps und Co. gibt, verglichen hat und gesehen hat, es ist so technisch, geografisch gar nicht möglich, dass diese Bilder eigentlich von dieser Position, von der sie es behaupten, überhaupt gemacht werden konnten. Viele Leute haben bis dahin aber diese Geschichte schon wirklich für wahre Münze genommen. Und es wurden deshalb auch schon Wikipedia-Artikel verändert, es wurden schon Artikel an Zeitungen geschickt. Es war ein riesen Hoax und er hat unfassbar gut funktioniert. Also, lächerlich. Extrem lächerlich. Für alle Leute, die das jetzt vielleicht nicht so ganz verstehen.
Der Muchu-Tisch ist einer der wahrscheinlich auch schwersten zu besteigenden 7000er, die es auf der Welt überhaupt gibt. Denn es ist unfassbar steil, es sind sehr, sehr schwierige Bedingungen und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, abseits dieser der Schwierigkeit und Gefahren, die dort lauern, das ist absolut durch die Steigung allein schon sehr, sehr lawinengefährdet, es ist vollkommen schwachsinnig, diesen Berg zu besteigen. Das ist ein großer Punkt. Er steht nämlich in der Reihe einer Kette und in dieser Kette gibt es immer höhere und höhere Berge. Muchu Tisch ist im Prinzip eine kleine Erhebung in dieser Kette. Man könnte sagen, es wäre fast kein Gipfel wert, aber es ist offiziell tatsächlich als ein Gipfel bewertet. Und die Konsequenz ist, dass er einfach auch nicht sehr interessant ist. Manche Leute, einige tatsächlich, tschechisches Team beispielsweise ist immer wieder da auch dran, die versuchen das regelmäßig. Es gibt Leute, die sagen, das ist ein cooles Achievement und ich feiere auch die Idee. Auch wenn man das vielleicht nur für Ruhm und Ehre macht, ich finde das cool, sich noch an Projekte dran zu trauen, die einfach unmöglich erscheinen und vollkommen irrelevant sind. Denn es spiegelt ja auch so ein bisschen den Gedanken des Bergsports wider, dieses, wir machen etwas, was eigentlich komplett schwachsinnig ist. Und nirgends wird das besser dargestellt als bei der Besteigung eines Berges, der unbestiegen ist, sehr gefährlich und vollkommen irrelevant. Diese drei Dinge machen es erst so richtig cool, finde ich. Die wollten das, glaube ich, auch, aber sie haben es halt nicht gepackt und haben deshalb dann einfach alles gefaked, was nur geht. Ob sie es letztlich wirklich durchziehen wollten oder ob sie quasi einen Scherz machen wollten und das dann aufklären wollten, lässt sich schwer sagen. Was sich aber sehr leicht sagen lässt, ist, dass es definitiv kein Versehen war, so wie sie das gestaltet haben, denn mit den Bildern und den Belegen, die sie gepostet haben, wollten sie das Ganze so echt wie möglich wirken lassen. Die Tatsache, dass das Ganze dann bei Wikipedia stand und so weiter und so fort. Es war im Prinzip einfach alles fucking gelogen und ja, so ging diese Geschichte dann letztlich aus, dass ein Sherlock Holmes auf Reddit den größten Mountaineering-Hoax der Geschichte von, ja, weiß nicht, Reddit-Bergsteigern aufgedeckt hat und ich fand das sehr, sehr unterhaltsam. Viele haben es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, aber Muchu Tisch wurde bestiegen, um dann wieder nicht bestiegen worden zu sein. Getan, haben, tun, wie auch immer. Wir schauen zur letzten Nachricht. Und zwar zur Alpinmesse, mit der möchte ich jetzt quasi das Jahr 2023 beenden. Die fand nämlich auch dieses Jahr, 16. und 17. November, in Innsbruck statt. Und sie war eine schwierige Veranstaltung. Es ist wie immer eine Industriemesse, die für die Öffentlichkeit geöffnet hat, ist, hat. Und das ist immer ein bisschen komisch, denn damit ist es quasi immer so eine komische Werbeveranstaltung und man weiß aber eigentlich nicht so ganz genau, warum man dahin geht. Ich persönlich gehe mittlerweile nur noch für die Vorträge dahin, also für diese Mainstage-Vorträge dieses Jahr von David Göttler. Es gibt noch einen guten Buchhandel, kriegt man 3% Rabatt auf die ganzen Bücher, die man da vom Rother Verlag und so weiter kaufen kann. Es gab letztes Jahr, dieses Jahr leider nicht, aber letztes Jahr einen Flohmarkt von Büchern, wo ich uralte Führer abgestaubt habe, die es eigentlich nicht mehr gibt. Das fand ich sehr, sehr cool. Also es ist schon sehr interessant, aber im Prinzip, alles in allem, ist es eine Industriemesse, es ist eine Messe zum Networken. Man muss nicht unbedingt hingehen. Es gibt einen Boulder Cup mittlerweile auf der Alpinmesse, der ist ganz interessant zuzusehen. Ist quasi sowas wie ein kleiner österreichischer Cup für die Profis. Es kann aber theoretisch jeder versuchen, sich zu qualifizieren und so weiter. Also es ist auch offen. Aber alles in allem ist es nicht extrem lohnenswert. Die Alpinmesse könnte also sehr, sehr viel mehr sein, als sie es ist. Ich möchte doch nicht mit der Alpinmesse abschließen, fällt mir gerade ein. Ich möchte mit einem Thema abschließen, das ich mindestens genauso wichtig finde. Und zwar ist es ein kleines Happening, das vor kurzem erst war, das ich nochmal an dieser Stelle wirklich kritisieren muss. Und es fällt mir aber schwer. Der Sohn von Reinhold Messner, Simon Messner, war vor kurzem in der Antarktis. Warum war er dort? Um den Mount Winston zu besteigen? Nein. Wäre das schlimm? Nein. Warum war er sonst dort? Aufgrund von Forschung? Nein. Er war dort, um einen Marathon zu laufen. Was er neben dieser ganzen Marathonsache dort gemacht hat, ob er sich vielleicht auch mit der Forschung dort beschäftigt hat, er ist ja sozusagen auch aus der Naturwissenschaft. Und egal was,
medienwirksam veröffentlicht wurde nur eine Sache, nämlich er ist einen Marathon gelaufen in der Antarktis und wollte deshalb den ersten Marathon der Antarktis laufen und seinen ersten Marathon. Ich habe ein Problem damit. Und ich möchte vorweg sagen, eigentlich ist er mir als Alpinist sehr viel sympathischer als manch andere Selbstdarsteller. Das Problem ist nur, warum? Warum machen wir jetzt Werbung für die Antarktis? Simon Messner hat mit dieser Aktion keine Werbung für sich selbst gemacht. Er hat auch keine Werbung für, weiß ich nicht, vielleicht hat er Werbung für Saliva gemacht. Er hat aber definitiv Werbung für die Antarktis als Urlaubsziel gemacht. Ob er das wollte oder nicht, ob das seine Intention war oder nicht, vollkommen egal. Es war der Effekt. Die Antarktis war auf Instagram, war prominent, ist in seinem Feed und so weiter. Die Antarktis sollte meiner Meinung nach einer der Orte sein, an die wir als Menschen nicht spaßeshalber oder aus touristischen Zwecken reisen. Über Forschung kann man reden, definitiv. Über Bergsteigen würde ich definitiv schon schwierig sagen. Aber einfach nur zum Spaß dahin zu fliegen, wirklich mit entsprechendem, mit einer entsprechenden Schadstoffbelastung in die Antarktis zu reisen für einen Marathon, das ist einfach Quatsch. Also, das ist schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich persönlich kann das wirklich nicht verstehen. Ich fand, das war eine richtig dumme Aktion. Mit solchen Aktionen kann man halt dann einfach sich auch nicht mehr für Nachhaltigkeit einsetzen. Für einen ökologischen Bergsport. Für Naturschutz. Kann man aber nicht. Wer in den Dolomiten Bergsteigen geht und sich für den Naturschutz einsetzt und dann im Winter in die Antarktis fliegt, ist disqualifiziert, seine Meinung kundzutun, weil unglaubwürdig, absolut problematisch. Ich schätze Simon Messner und seine alpinistischen Leistungen und ihn als Person und wie er spricht und wie er auftritt, alles wirklich zu 100%. Aber das war einfach eine komplett, also so ein Fail, das war absolut doof. Wirklich doof. Und ich kann das persönlich nicht gutheißen. Es gibt, also man kann das nicht mal als positive Promotion für die Antarktis betrachten, im Sinne von, na, da sieht man dann wenigstens, was für ein geschützter und ökologisch wichtiger Raum das eigentlich ist. Nein, es war einfach nur doof. Es war richtig dumm. Denn was halt hängen bleibt, vor allen Dingen, wenn man so medienwirksamen Scheiß dort macht, ist letztlich, oh, das sieht aber geil aus. Da will ich auch mal hin. Und genau das sollten wir einfach lassen. Genau das sollten wir nicht tun. Deshalb komplett ins Klo gegriffen. Tut mir leid. In diesem Sinne beenden wir jetzt das Jahr 2023 und das Jahr 2023 mit den Alpcasts. Es war wie immer ein rumpeliges Jahr. Es ist wie immer sehr viel passiert. Es freut mich natürlich, dass ich immer noch hier sitze und für euch auch diesen Podcast aufnehme und andere Videos produziere. Wir wissen nicht, wie es 2024 weitergeht. Mal schauen. Es war auf jeden Fall ein sehr turbulentes Jahr. Und 2024 wird wahrscheinlich noch viel, viel turbulenter. Deswegen sollten wir uns mal drauf einstellen und warm machen dafür. In diesem Sinne hoffe ich jetzt, dass ihr alle einen guten Rutsch ins neue Jahr habt. Und bis zum nächsten Mal im nächsten Jahr, auch mit dem nächsten Video, wünsche ich euch jetzt noch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.